Ja, hallihallo, Lüle, da bin ich wieder am Start mit Jarni, dem Wollknäuel, in Unravel. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt ja hier in dieser Bergwanderung. Und beim letzten Mal habe ich ja hier das geschafft, endlich hier rüber zu kommen. Mit dieser komischen, weiß nicht, Dose oder was das war. So, da muss ich jetzt da wohl scheinbar hin. Oh Gott, wo ist er? Oh, da ist er. Okay, hat gerade noch so geklappt. Und damit habe ich den nächsten Punkt zum Aufgaben gefunden. Und ich muss, glaube ich, jetzt hier hin. Denn der Punkt sagt mir das. So, dann kann ich jetzt hier weiterlaufen. Genau. Ja, wie gesagt, mit Jani hier so schön durch das, durch die Bergwelt am Wandern gerade. Und oh, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Und hier schön am Erleben, was er hier geschafft. So, kann ich das hier so machen? Ja, kann ich. Muss ich das machen? Wahrscheinlich. So, dann kann ich hier hin. Ich weiß es gerade gar nicht. Und knicke, knacke, knucke. Da muss ich jetzt hin. Da ist eine Plastiktüte. Und diese Plastiktüte wird uns jetzt helfen, hier hinzukommen. Hui! Ja, und da hat der Vater wohl mit den beiden Kindern irgendwie ein Lagerfeuer gemacht bei dieser Berghütte. Oder bei dieser Wanderhütte. Ist ja auch nice. Diese Erinnerung, so dieses Erinnerungsbild nehmen wir dann jetzt auch an uns. So, wir dürfen jetzt hier hoch. Und wir dürfen uns da aufknallen. Wieder. Yeah. Oh. Das Kind gerade hier, oder was? Und da ist ein Schuh. Und da ist das nächste Symbol, scheinbar. Dort ist es. Hm. Da hat der Jani das nächste... Den Schmetterling. Da hat er einen Schmetterling gefunden. Und damit ist die Level wohl zu Ende. Ja, ist sie. Der Ani hat sich ein bisschen gefreut. Und wir haben jetzt die vierte Level geschafft. Den Schmetterling. Und da kommen wir diese Licht-Artefaktbildnis. Genau. Und das hat jetzt ein Buch einen Übertrag gemacht. Ja, wie immer, dieses Let's Play läuft bei mir leider ohne Musik. Weil... Ansonsten könnte ich einen Strike auf YouTube bekommen. Wegen der verwendeten Musik. Aber ich denke mal, das tut hoffentlich meinem Let's Play keinen Abbruch. Ja, und wie gesagt, hier ist das Bild. Oder das war die Level Bergwanderung. Der Himmel ist hier irgendwie höher. Hier zählt ein Atemzug für je 10. Wir können uns hier verlieren, aber wir sind niemals verloren, weil wir hier zu Hause sind. So, und jetzt können wir diese Bilder uns angucken, dass die da hingefahren sind und haben sie diese Bergwanderung gemacht. Der Vater hat das Kind drauf, Pilze haben sie gesammelt, da haben sie noch was gekocht oder auch noch irgendwie eingesammelt. Hier waren dann so ein Bachfluss und abends haben sie ein Lagerfeuer gemacht und da hat der Vater wohl seinen Schuh verloren. Und hat deswegen sich eine Tüte übergestülpt. Ja, und damit ist auch diese Level oder dieser Bereich durch. Und jetzt dürfen wir weiterlaufen. Wieder durchs Haus. Wieder dorthin. Und echt nice mit Jani hier diese ganzen Erinnerungen erleben. So, Gräser und Disteln haben wir hier. Das haben wir. Ach nee, da kommen wir ja nicht rüber. Ah. So, dann sollten wir hier hin. Und wir dürfen jetzt die Mission entgleist spielen. Oder die Level entgleist. Ich will jetzt mal gerade nochmal hier oben hingucken. Und zwar, hier habe ich wieder 3 von 5. Was ist denn das hier? Warum blitzert denn das so? Kann ich das irgendwie anmachen? Ich meine, ohne Sinn blitzert das hier eigentlich nicht, glaube ich, ne?
Okay. Ich kann hier gerade mehr oder minder nur so ein bisschen rumspielen, merke ich. Kann ich irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. So, und zack. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen Spielerei von mir. Und wir dürfen jetzt... Genau, entgleist spielen. Ja, dann mache ich das einfach mal und dann starte ich die Level jetzt mal. Und bin gespannt, was uns erwartet. Ein drehendes Windrad sehe ich da schon mal. Und ein Pärchen, was eine Liebesbekundung in den Baum geritzt hat. Da ist der Jani wieder. So, und damit dürfen wir jetzt weiterlaufen. Gerade nicht ganz gespannt, aber es kommt gleich wieder. Oh, ich merke schon. Hier wird es gleich losgehen. Oder? Doch nicht? Nee, noch nichts. Erstmal so ein bisschen kennenlernen. Da war ein Zuggleis. Und da ist jetzt ein Bildnis. Wieder so ein... So ein Pärchen, was da in dem Baum ihre Liebesbekundung geschnitzt hat. Mhm. So, wir dürfen da jetzt hinüberspringen. Und da ist so ein Steg oder sowas in der Richtung. Würde ich sagen, weil da hinten sieht so Wasser aus. Oh. Und... Warum darf ich hier... Okay, ich darf deswegen, weil... So, darf ich deswegen jetzt hier auch weiter? Ja, ich darf. So. Was passiert denn jetzt eigentlich hier? Ist irgendwas Besonderes? Naja, hier ist jetzt nur fliegen, fliegen, diesen Bootstick. Ah, Gottchen, ich hab's gerade gesehen. Guckt euch das mal da an. Oh nee, das mache ich nicht. Das mal trinken. So, das hat funktioniert. Dann da hoch. Dann scheinbar das hier machen. Und dann. Okay. Oh, ich will das hier lösen oder was? Oh, das war gerade ganz knapp. So, dann die. Muss ich mich denn da hochhangeln? Ich mach das jetzt mal gerade nicht. So, erstmal da hoch. Dann machen wir hier erstmal einen Point. Und dann hier wieder. Weiß nicht. Nee, das war irgendwie nicht sinnvoll. Was müssen wir hier machen? Nee, ich glaube, das war nicht gut. Okay. Das war jetzt relativ easy. Oh, wir müssen hier immer hoch und runter jumpen, oder was? So, schnell darüber. Einmal. Nein, komm, komm, Jani. Komm. Nein, ich hab's nicht geschafft. Da saßen die beiden Freundinnen und ich hab's nicht geschafft. Und wir gestorben. Oh Gott, oh Gott. So, also nochmal. Zack.
Dann einfach das Teil hier rausholen. Und so, dann hier. Genau, das habe ich jetzt verstanden. Und dann muss ich hier hin. Und dann einfach mich so darüber hangeln. Und da das Teil. Nein, 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 nein. Oh, okay. Gott, warte ich. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ja. So, jetzt aber. Ja, ja, ist ja gut, Jan. Tut mir leid. So. Ich muss da jetzt hin. So, dann kann ich dieses Teilchen hier mitnehmen, unglaublicherweise. Ja, ich habe diese Münze oder was das ist mitgenommen. Und bleib jetzt gerade mal hier auf diesem Bütchen. Und jetzt kann ich echt nur hoffen, dass das Garn reicht. Okay. Da fahre ich jetzt gerade mal vorbei. Und klammer mich da einfach nur hoch. Und hab wieder den nächsten Punkt. Juhu. Und weiter geht's. Das sieht mir wieder schön nach Physik aus. Sprich, hier muss irgendwas gemacht werden. Ich bin echt gespannt, was ich hier machen muss. Nein! Oh, das war aber gerade ein Megasprung. So, hier weiter. Hier zurück. So, was muss ich hier machen? Wie mal, falls er schon eine Idee hat. War das da sinnvoll? Wow. Gleich wickelt sich mein Garn auf und ich habe nichts mehr. Ja. Das habe ich vermutet. Ich komme nicht mehr weiter. Nein! Ja, leider ein bisschen Abbruch gerade. So, wir haben das jetzt mal geschafft. So, das heißt, ich muss irgendwie dahin. Ah, oh, schade. Ich habe echt gedacht, ich schaffe das. Ah, da habe ich mich gerade aber wieder irgendwie ein bisschen doof angestellt. So, dahin, genau. So, das habe ich verstanden. So, dann hier. Jetzt. Zack, und da habe ich mir den Boot freigeschaltet gerade. Also der Röpfchen-Tod ist natürlich der Röpfchen von Teilchen. Ah, nicht doof gedacht gerade. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich wieder durch. Oh! Hier ist gerade eine nette Sache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Jani wurde getötet. So, hier nochmal. Oh, schon bei der ersten. Das ist gar nicht mal so leicht. Okay. Ah, ich hätte da laufen müssen. Anders. Ah, schon wieder getroffen. Oh, jetzt gehen aber die Todesrate hier bei mir ganz stark hoch. Boah.
Nein, nein. Mal und bis zum nächsten Mal.